Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Reck, sehr geehrter Herr Dr. Wassermann, sehr geehrte Stadträte, liebe Mitwirkende, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer diesjährigen Veranstaltung Lieder gegen das Vergessen, mit der wir auch in diesem Jahr wieder an die Novemberpogrome von 1938 erinnern wollen. Ganz besonders herzlich möchte ich unsere Ehrengäste des heutigen Tages begrüßen. Das sind Herr, fangen wir an mit der Dame, Frau Homa Asprin Seidel und Herr Dr. Ralf Seidel begrüßen und Ihnen dafür danken, dass Sie den weiten Weg nach Dessau-Roßlau angenommen haben und dass Sie die heutige Veranstaltung begleiten. Sie, Herr Dr. Seidel, sind ein Verwandter der Familie Hoch-Gottschalk, deren tragische Geschichte heute hier erzählt wird. Ich heiße Sie und Ihre Frau in Dessau-Roßlau herzlich willkommen. Das ist ein Beifall wert, denke ich mal. Auf den Tag genau vor 9 Jahren konnten wir hier auf dieser Bühne die großartige Esther Bejarano mit ihrem Sohn Joram und Mikrofon Mafia erleben. Am 10. Juli 2021 ist unsere Esther, wie Sie wissen dürften, im Alter von 96 Jahren in Hamburg verstorben. Bis zuletzt hat sie mit ihrer Stimme und Wort und dem Gesang an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert und sich für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen und gegen jede Art von Antisemitismus, Rassismus und die Formen der Ausgrenzung eingesetzt. Sie selbst hatte das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Ihre Stimme wird uns sehr fehlen. Aber ihre Botschaft können wir und werden wir weiter tragen. Ich bitte Sie in Gedenken, weil Esther gehört zu diesem Programm, welches wir seit 29 Jahren versuchen, in unterschiedlicher Form zu zelebrieren, in Gedenken an dieses Programm, gehört einfach dazu, zur Familie. Und bitte Sie, aufzustehen und eine Gedenkminute einzulegen. Danke. Ich danke Ihnen. Dann müssen wir halt mit unseren Leidensgefährten zusammen hinaus. So heißt heute das Programm, welches Sie erleben werden. Es wurde in den vergangenen Jahren vom Stadtarchiv Dessau-Roßlau und der Musikschule Kurt Weil konzipiert. Und wie Sie wissen, gab es ja durch die Pandemie die Situation, dass wir im vorigen Jahr unser Programm leider nicht ausführen konnten. Wir haben es dann qualifiziert und dank Jana Müller und vieler Mitstreiter, wie bereits genannt, wird es heute zur Uraufführung gebracht. Ich freue mich sehr, dass uns vor allem wieder Jugendliche unserer Stadt dieser Geschichte der Familie Hoch-Gottschalk, einer sozialdemokratischen Familie mit jüdischen Wurzeln, näher bringen. Aufgrund der Komplexität, denn wir werden gleich durch 8 Jahrzehnte deutscher Geschichte geführt, überwiegt in diesem Jahr das gesprochene Wort. Einfühlsam, die Epochen und die Ereignisse unterstreichend, wird die Lesung mit ausgewählten Musikstücken begleitet. Bevor die musikalische Lesung sozusagen beginnt, darf ich Herrn Oberbürgermeister Dr. Robert Reck bitten, ein Grußwort der Stadt Dessau-Roßlau an uns heranzutragen und freue mich sehr, dass er der Einladung gefolgt ist. Sehr geehrter Herr Dr. Wassermann, sehr geehrte Familie Seidel, sehr geehrte Damen und Herren, Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates, sehr geehrter lieber Ralf Schönemann,
liebe Mitwirkende und Engagierte der Initiative Lieder gegen das Vergessen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr darüber, heute und wiederholt, nun nicht mehr als Dezernent, dafür als Oberbürgermeister, das Grußwort der Stadt Dessau-Roßlau zur traditionellen Veranstaltung Lieder gegen das Vergessen überbringen zu dürfen. Seit mehreren Jahren gestalten vor allem Jugendliche unter Federführung des Stadtarchivs und der Musikschule Kurt Weil am Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 einfühlsame und nachhaltig in Erinnerung bleibende Programme, die uns lokalhistorische Einzelschicksale in Wort und Musik vermitteln. Das kann gar nicht hoch genug geschätzt werden und ist Ausdruck einer lebendigen Erinnerungskultur in unserer Stadt. Unter dem Titel »Nun müssen wir halt mit den anderen Leidensgefährten zusammen hinausgehen«, einem Zitat von Gustav Hoch, bringt uns das Ensemble des heutigen Abends die Geschichte der Familie Hochgottschalk näher. Diese Familiengeschichte ist Teil Ihrer Geschichte, sehr geehrter Herr Seidel, denn Ihre Mutter und Anna Hoch, geborene Gottschalk, waren Cousinen. Auch Ihre Eltern hatten im Nationalsozialismus unter Ausgrenzung und Verfolgung zu leiden. Glücklicherweise überlebten sie die Zeit des Nationalsozialismus. Die Shoah nahm ihnen die Möglichkeit, ihre Angehörigen, deren Geschichte in der folgenden musikalischen Lesung erzählt wird, kennenzulernen. Ich danke Ihnen und Ihrer Frau von Herzen, dass Sie den weiten Weg vom Rheinland wiederholt auf sich genommen haben. Ich freue mich sehr darüber, dass zwischen Ihnen und dem Stadtarchiv seit 1,5 Jahren ein reger Austausch besteht. Es ist Ihrer Vermittlung zu verdanken, dass die Nachfahren von Fritz Hoch, dem Bruder von Gustav Hoch, dem Stadtarchiv sehr persönliche Dokumente übergeben haben, die tiefe Einblicke in die Familiengeschichte im Kontext deutscher Geschichte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geben. Mein Dank und meine besten Wünsche gehen an den Sohn von Fritz Hoch, Gustav Hoch, und seine Töchter Franziska Kind und Sibylla Hoch, die aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen leider nicht bei uns sein können. Über das Stadtarchiv haben sie darum gebeten, allen zu danken, die sich für die Erinnerung an ihre ermordeten Verwandten einsetzen. Ganz besonders zollen sie den beteiligten Jugendlichen große Anerkennung und Dank. Dem möchte ich mich anschließen. Viele der Texte, die uns gleich zu Gehör gebracht werden, sind Auszüge eines über 70 Seiten zählenden Berichts von Gustav Hoch, der diesen mit der Geburt seines Vaters 1862 begonnen hat. Er spannt den Bogen von den Jahrzehnten des Kaiserreichs über die Weimarer Republik bis zu den tiefgreifenden Veränderungen im Nationalsozialismus. Gustav Hoch, dessen Vater jahrzehntelang als Reichstagsabgeordneter der SPD gewirkt hatte und der selbst im Ersten Weltkrieg sein Leben für das deutsche Vaterland aufs Spiel gesetzt hatte, gab seiner Familienchronik den bezeichnenden Titel »Ein Nicht-Arier«. Womit wir uns konfrontiert sehen werden, ist kein leichtes Unterhaltungsprogramm, sondern ein erschütterndes Zeugnis der nationalsozialistischen Terror- und Vernichtungspolitik und deren unmittelbaren Auswirkungen auf 6 Menschen einer Familie mit jüdischen Wurzeln. 6 von 6 Millionen, die der Shoah zum Opfer fielen. Das Ausmaß der Shoah können wir kaum fassen. Individuelle Lebens- und Leidensgeschichten Verfolgter führen uns die Auswirkungen der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik konkret vor Augen. Sie verdeutlichen uns auch, wie wichtig es ist, Konsequenzen für unser Handeln heute und in der Zukunft zu ziehen. Ich habe es schon beim heutigen Gedenken am ODF-Denkmal gesagt, möchte es aber hier noch einmal wiederholen. Wir, die Nachgeborenen
der Täterinnen und Täter, der Zuschauerinnen und Zuschauer und Gleichgültigen von damals tragen keine Schuld an den Ereignissen, die 6 Millionen jüdischer Frauen, Männer und Kinder das Leben nahmen. Aber wir tragen Verantwortung für heute und die Zukunft. Antisemitismus ist nach der Befreiung 1945 nicht verschwunden. Und tägliche Gewaltakte gegen jüdische Menschen in unserer Gegenwart führen uns die große Gefahr vor Augen. Der Weg zum Radikalantisemitismus beginnt stets mit Gedanken und Worten, die damals wie heute häufig Verschwörungstheorien beinhalten. Wir alle müssen diese als solche entlarven, aufklären und uns ihnen entgegenstellen, egal ob sie von rechts, von links, von islamistischer Seite oder der Mitte der Gesellschaft kommen. Jüdisches Leben gehört zu Deutschland und es gehört zu unserer Stadt. Der überlebende Sohn des Reichstagsabgeordneten Gustav Hoch und Bruder des Arztes Gustav Hoch, der Jurist Fritz Hoch, wirkte als hessischer Regierungspräsident maßgeblich am Aufbau eines demokratischen Deutschlands nach der Nazi-Barbarei mit. Wenn er, dem dieses Land auf brutalste Weise seine Angehörigen genommen und der nicht einmal Gräber zum Trauern hatte, dazu in der Lage war, müssen wir doch in der Lage sein, mit aller Kraft die Demokratie zu verteidigen und zu bewahren. Das nun beginnende Programm trägt dazu bei und gedenkt in Würde der Familie Hoch-Gottschalk. Dafür danke ich vor allem den jungen Mitwirkenden sowie allen, die diese Veranstaltung mit viel Herzblut und Engagement vorbereitet haben. Ich wünsche uns allen eine Stunde, die uns nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, uns aufrüttelt und unser Handeln im positiven Sinn beeinflusst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Vater Gustav wurde am 10. Januar 1862 geboren. Sein Vater war ein wohlhabender jüdischer Fabrikbesitzer in Danzig. Er war ein guter Ehemann, Vater und Geschäftsmann. Um das Leben in der Familie kümmerte er sich jedoch wenig und überließ die Leitung des häuslichen Getriebes seiner Frau, einer Nichtjüdin. Diese, meine Großmutter, soll streng und sparsam gewesen sein. Er war kein sehr guter Schüler und wurde zweimal nicht versetzt. Nach dem Besuch des Gymnasiums trat er in einer Drogerie in die kaufmännische Lehre ein. Hier kam er durch die Reden der Arbeiter mit den Gedankengängen des marxistischen Sozialismus in Berührung und gab sich dessen Studien hin. Seine Erfahrungen, die er als Judenstämmling gemacht hatte, und seine Beobachtungen in dem Leben der Arbeiter ließen ihn zu der Auffassung von der Berechtigung der marxistischen Lehre kommen. Sie blieb ihm für sein ganzes weiteres Leben die Grundlage seiner gesamten geistigen Einstellung. Kaufmann, das war nichts für Gustav Hoch. Um aber studieren zu können, musste er ins Gymnasium zurück, wo er sein Abitur ablegte. Anschließend begann er ein Jurastudium in Königsberg. Aus seiner politischen Überzeugung machte er keinen Hehl. Dies wurde den Behörden bald bekannt und dem preußischen Innenministerium mitgeteilt. Von hier wurde auf meinen Großvater wiederholt eingewirkt, seinen Sohn zur Aufgabe seiner politischen Tätigkeit zu veranlassen. Dies tat mein Vater jedoch nicht und brachte so die erste Missstimmung zwischen sich und seinen Eltern zustande. Er ging zum weiteren Studium nach Berlin, wo er sich ebenfalls politisch bemerkbar machte, bis er schließlich aus der Universität relegiert wurde. Er versuchte sein Studium in Breslau fortzusetzen. Hier jedoch wurde ihm die Immatrikulation verweigert, da er politisch gefährlich sei. Unter den Einwirkungen der damals beginnenden Sozialistenverfolgung verließ er Deutschland und immatrikulierte sich in Zürich. Sein Vater setzte ihm den Monatswechsel so stark herab, dass sein Sohn hungerte und sich durch Schriftstellerei Geld dazu verdienen musste. In Zürich hielt er seine erste große Rede in einer öffentlichen Volksversammlung und wurde so in der Stadt bekannt.
Gustav Hoch beendete sein Studium erfolgreich in Zürich. Dort hatte er sich in die Tochter seiner Wirtin verliebt, die er am 13. Oktober 1890 heiratete. Mit dem Ende des Sozialistengesetzes im gleichen Jahr benannte sich die bisherige Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands in Sozialdemokratische Partei Deutschlands um. Gustav Hoch übernahm die Schriftleitung der Sozialdemokratischen Zeitung in Frankfurt am Main, wohin das junge Paar übersiedelte. Doch die Grenzen des Sagbaren waren im Kaiserreich immer noch eng und Gustav Hoch wurde wegen Majestätsbeleidigung zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Er rechnete mit dem Strafantritt kurz vor Weihnachten. Seine junge christliche Frau, die sich in der deutschen Stadt noch nicht so recht heimisch fühlte, hatte mit ihrer Mutter vereinbart, die Strafzeit ihres Mannes über in Zürich zu sein, zumal sie bereits schwanger war und mit der Niederkunft ihres ersten Kindes Mitte Juli rechnen musste. Zum Strafantritt wurde Gustav Hoch am Heiligen Abend abgeholt. Während sein Vater inhaftiert war, kam Gustav Hoch junior am 14. Juli 1891 in Zürich zur Welt. Nach einigen Jahren in Frankfurt siedelte die Familie nach Hanau über, wo Vater Gustav Hoch den Zeitungsvertrieb für die SPD übernahm. Das Einkommen war gering, sodass er zusätzlich Tabak und Schreibwaren verkaufte, es aber auch durch Schreiben aufbesserte. Sein Hauptaugenmerk in der politischen Arbeit lag im Bereich der Sozialpolitik. 1898 wurde Gustav Hoch zum ersten Mal in den Deutschen Reichstag gewählt. Er pendelte zwischen Berlin und Hanau. Für seinen Sohn Gustav hatte die Schulzeit begonnen. Die erste Schulzeit war verhältnismäßig erträglich, weil ich als Kind die Anfeindungen wegen der politischen Stellung meines Vaters doch noch nicht stark empfand. Ich weiß von den Schwierigkeiten in den ersten Jahren meist nur aus Erzählungen meiner Mutter. Der Schulleiter, Direktor Braun, war früher in Kassel Lehrer des späteren Kaiser Wilhelm II. Von meinem Vater verlangte Dr. Braun zur Bedingung für meine Aufnahme in die Hohe Landesschule das Versprechen, dass er sich für jegliche politische Enthaltsamkeit meinerseits in und außerhalb der Schule verbürge.
Meine Schulzeit war angefüllt mit Schwierigkeiten, Unfreundlichkeiten, Boshaftigkeiten und Quälereien durch die Schüler und die meisten Lehrer, sodass ich die Jahre mit zu meinen schwersten rechne. Auf diese Art allerdings hält man einen Menschen von dem Anschluss an die gesellschaftliche Oppositionsbewegung nicht fern. Verschönert wurde mir meine Schulzeit durch die Liebe und Sorge meiner Eltern. Jedes Jahr fuhren wir Kinder mit der Mutter in den Schulferien nach Zürich zur Großmutter. Mein Bruder Fritz war 1896 ebenso wie ich in Zürich geboren worden. Dort hatten wir nicht unter den Gehässigkeiten der jungen und älteren Angehörigen des Bürgertums zu leiden. Wir stellen uns den späteren Mediziner Gustav Hoch vielleicht als einen braven Jugendlichen und jungen Mann vor. Doch wie er selbst schreibt, genoss er früh Tabakwaren und Liebeleien mit jungen Frauen. Letzteres brachte ihn in Konflikt mit seiner Mutter, sodass ihr Verhältnis bis zum frühen Tod der Mutter im Sommer 1915 nicht wieder zur früheren Herzlichkeit zurückkehrte. Nach dem Abitur nahm Gustav Hoch das Studium der Medizin, anfangs in Tübingen, später in Berlin auf. Hier aber trat ich mit Parteifreunden meines Vaters im Mittelpunkt des politischen Geschehens in Berührung. Da mein Vater ein zwar scharfer, aber in seiner Kampfesweise anständiger, in seiner Lebensweise einwandfreier und in seinen geistigen Fähigkeiten beachtlicher Mensch war, genoss er auch unter seinen politischen Gegnern und in Regierungskreisen Achtung. Seine unermüdliche Arbeitskraft als sozialpolitischer Parlamentarier und sein wachsender Ruf als maßgeblicher Fachmann brachten ihm bedeutende deutsche und ausländische Männer in sein Arbeitszimmer im Reichstag und zu Hause in Hanau. Zu Hause aß mancher dieser Leute an unserem Mittagstisch. Zu diesen Leuten zählten unter anderem der Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg, der österreichische Sozialistenführer Viktor Adler, Friedrich Ebert, der konservative Graf von Westarp, August Bebel, Rosa Luxemburg und Wilhelm Liebknecht, sowie Persönlichkeiten aus Frankreich, England, Russland, Amerika und anderen Ländern. Zum letzten Male sah ich von ihnen sehr viele, als ich mit meinem Vater 1913 in Zürich an Bebels Beerdigung teilnahm. Natürlich spielte ich bei alledem keine andere Rolle als die des geduldeten Zuschauers, der manchmal eines Wortes gewürdigt wurde. Aber das Leben meines Vaters gestattete mir einen tiefen Einblick in das Schicksal eines Politikers. Ich sah die Schattenseiten, die mich abhielten, mich in die politische Betätigung zu begeben. Ich sah das Schöne, das mir die Neigung zu einem sozialen Beruf gab. Im Herbst 1912 wechselte Gustav Hoch Junior zum Studium nach Würzburg. Dort trat er der Studentenverbindung Adelphia bei und pflegte ein durchaus feuchtfröhliches Studentenleben. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, stand für Gustav Hoch Junior fest, dass er als Freiwilliger für sein Vaterland in den Krieg ziehen wollte. 2 Jahre zuvor war er bei der Infanterie als untauglich abgewiesen worden. Jetzt setzte er alles daran, an die Front zu kommen, was ihm im Januar 1916 gelang. Später erschien es ihm wie ein Wunder, dass er an vorderster Front agierend, unter anderem in der Champagne und bei Verdun, überlebt hatte. Das Vaterland hatte ihn mit dem EK2 und dem EK1 ausgezeichnet. Auf dem Rückzug erkrankte er an einer schweren Grippe, kam in ein Lazarett nach Jena, wo er noch den Todeskampf gegen Diphtherie gewann. Im November 1918 endete die Monarchie in Deutschland und die Republik wurde ausgerufen. Gustav Hoch Senior gehörte zu den Mitgliedern der Weimarer Nationalversammlung und sollte bis 1928, als er freiwillig ausschied, Reichstagsabgeordneter bleiben.
Sohn Gustav setzte sein Studium fort und ging eine Ehe, die jedoch keinen Bestand haben sollte, ein. Nach erfolgreicher Promotion erfolgten Praktika und ein Volontariat im Stadtgesundheitsamt in Frankfurt am Main. Seine berufliche Laufbahn im nächsten Jahrzehnt: Stellvertretung für den Fürsorgearzt in Berlin-Reinickendorf, Stadtassistenzarzt in Frankfurt am Main, 1924 Ernennung zum Stadtarzt, 1925 Stadtarzt in Duisburg, anschließend für die nächsten 5 Jahre Leiter des Gesundheitsamtes in Luckenwalde. Dort wurde seine erste Ehe, die kinderlos geblieben war, geschieden. In Luckenwalde lernte er auch seine zweite Frau kennen, Dr. Hanna Gottschalk. Für ihn war es nicht Liebe auf den ersten Blick. Sie war Jüdin und auch dadurch mir etwas fremd. Am 3. April 1929 heirateten wir. Zwischen der Verlobung und Heirat lernte ich sie, Hanna, noch mehr kennen. Sie war stark, ein Kopf kleiner als ich, sehr lebhaft und redelustig. Geistig war sie gewandt, jedoch nicht produktiv. Ich war ihr in geistiger Hinsicht überlegen. Bis zu unserem Weggange nach Meißen am 15. Januar 1930 war sie als meine Assistenzärztin tätig. Dann aber gab sie ihre berufliche Tätigkeit auf und gebar am 26. April ihr erstes Kind, Fritz. Anfangs machte uns das Bübchen viele Sorgen. Er war sehr schwach. Im Gegensatz zu ihrem Mann war Hanna Hoch ein geselliger Mensch mit Freude am Kunstgenuss. In Meißen pflegte das Ehepaar Hoch Kontakt zu Gleichgesinnten und Gustav Hoch begann dies und die gelegentlichen Ausflüge in die Dresdner Oper zu genießen. Die unbeschwerte Zeit der Eheleute und des kleinen, inzwischen gestärkten Sohnes Fritz Hoch währte nur kurz. Schon Ende 1931 trat durch den unglücklichen Ausgang der zweiten Schwangerschaft Hannas, der zur Geburt eines toten Zwillings und des anderen, der nach 2 Tagen unter den Erscheinungen der Gehirnschädigung starb, der erste Schatten in unser Leben. Und nach einem halben Jahr nach unserem Einzug in unser prachtvolles Haus kam es durch die politischen Veränderungen im März 1933 zu einem tiefen Wechsel in unserem Leben durch meine Entfernung aus dem Amt. Sofort bereitete ich mich, als ich am 14. März mitten in der Sprechstunde die schriftliche Aufforderung bekommen hatte, sofort mit meiner dienstlichen Tätigkeit aufzuhören, durch eifriges Studium in den Lehrbüchern auf die Umstellung zur Tätigkeit als praktischer Arzt vor. Auch begann ich nach allen Himmelsrichtungen in Deutschland die Suche nach einer geeigneten Arztpraxis. Das Letzte war so weit gediehen, dass ich, als ich am 31. Juli 1933 die endgültige schriftliche Entlassungsmitteilung vom sächsischen Reichsstatthalter bekam, sofort telefonisch meine Zusage zur Übernahme der Praxis einem Kollegen in Dessau geben konnte. Es handelte sich um die Praxis des Dessauer Arztes Dr. Wolfgang Hess am Askanischen Platz 24. Als bekannter Sozialdemokrat, der unter anderem als Stadtverordneter gewirkt hatte und zudem noch jüdischer Herkunft war, sah sich Dr. Hess frühzeitig Angriffen ausgesetzt, sodass er sich bereits 1933 zur Auswanderung entschloss. In der Nacht vom 7. zum 8. August zahlte ich meinem Vorgänger die ersten 5.000 Mark für die Praxis und hatte damit leidlich eingerichtete Praxisräume, ein genügendes Instrumentarium und eine kleine Wohnung mit nettem Garten und Garage im Hofe übernommen. Am 8. August begann ich meine Arbeit als praktischer Arzt. Zu dieser Zeit war mir meine Frau eine besonders wertvolle Stütze. In der beruflichen Arbeit gab sie als Sprechstundenhilfe und als fachmännische Möglichkeit zur Aussprache eine unschätzbare Hilfe. Sie zeigte sich auch hier als guter Kamerad, den ich nicht hätte entbehren wollen. Bald wurde meine Praxis größer und größer und sie steigerte sich im Laufe der Jahre zu einer der größten der Stadt. Damit war auch eine wirtschaftliche Erholung eingetreten,
die es mir ermöglichte, Schulden, die ich zur neuen Existenzgründung aufnehmen musste, in 2 Jahren zurückzuzahlen. Wir lebten sehr bescheiden. Unser Umgang war auf Menschen beschränkt, die durch die Praxis in unseren Gesichtskreis gekommen waren. Es waren die Familie des Bruders meines Vorgängers, ein praktischer älterer jüdischer Arzt und einige wenige andere Familien. So vergingen arbeitsreiche und wirtschaftlich gute Jahre für uns in Dessau. Unser Bekanntenkreis allerdings schrumpfte durch meine Erklärung zum Juden durch das Reichsbürgergesetz seit dem Jahre 1935 merklich ein. Schließlich war es nur noch der alte Kollege mit seiner Frau, die unsere Bekannten blieben. Am 26. März 1935 gebar Hanna unser drittes Kind Karlchen. Er war ein kräftiges Kind. Er trank gut und machte uns in der weiteren Zeit in seiner Entwicklung keine Sorgen und Mühen. Als wir Ende Juli 1938 auf der Heimfahrt von Füssen über Köln zur Schwiegermutter und Kassel zum Bruder waren, las ich in einem kleinen Dorfrestaurant die Verordnung in einer bereits mehrere Tage alten Zeitung, dass mit Ende September Ärzte wie ich ihren Beruf aufzugeben hatten. Im August 1938 siedelte mein Vater, der seit 1929 bei Bekannten in Hamburg gelebt hatte, zu mir über. Nach den Nürnberger Gesetzen galt Dr. Hanna Hoch als Volljüdin, Dr. Gustav Hoch als Mischling zweiten Grades und sein Vater als Mischling ersten Grades. Da Dr. Gustav Hoch sich nicht von seiner Frau trennte, unterlag er allen Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung. Schon am 1. April 1933 hatte der Boykott auch gezielt jüdischen Ärzten gegolten und am 14. November 1934 klärte die Anhaltische Tageszeitung die Volksgenossen über jüdische Kassenärzte in Dessau, Roßlau und Köthen auf und dies zynisch zum Schutz der jüdischen Ärzte verpackt. Ab 1. Oktober 1938 durften jüdische Ärzte ausschließlich Juden behandeln und sich nur noch Krankenbehandler nennen. Nicht wenigen nicht-jüdischen Ärzten kam die stufenweise Ausschaltung der Konkurrenz entgegen und so mancher trieb sie aktiv voran. Es folgte der Novemberpogrom und am 10. November um 5.30 Uhr wurde Dr. Gustav Hoch verhaftet. Sie brachten mich mit Juden in die Turnhalle der Leopoldskaserne. Dort verbrachten wir etwa 10 Stunden und kamen dann in Polizeiomnibussen ins Konzentrationslager. So kam auch ich mit anderen Juden von Anhalt nach Buchenwald bei Weimar. Unter den strengen Augen der Zensur verfasste er dort eine Postkarte, die erhalten geblieben ist. Schutzhäftling Gustav Hoch, Nummer 21179, Block 50. An Frau Dr. Hanna Hoch, Dessau, Askanischer Platz 24. Liebe Frau, mir geht es gut. Schick mir bitte 30 Mark durch Postanweisung. Ferner erbitte ich mir eine dicke Unterhose und Unterjäckchen. Keinen Brief und so weiter hinzufügen. Bitte auch ein Hemd. Nicht schreiben, da noch Postsperre besteht. Gruß Gustav. Der Bruder Dr. Fritz Hoch wandte sich an die Konsulate mehrerer Länder, um der Familie seines Bruders den Weg zur Auswanderung zu ebnen. An das Schweizer Konsulat Frankfurt am Main. Betreff: Einreise in die Schweiz. Für meinen Bruder, der sich seit dem 10. November in Schutzhaft befindet, erlaube ich mir die folgende Anfrage. Mein Bruder, der im Jahre 1891 in Zürich als Sohn eines jüdischen Vaters und einer arischen Mutter geboren ist und der evangelischen Kirche angehört, gilt nach den deutschen Rassengesetzen deshalb als Jude, weil er seit 1930 mit einer Jüdin verheiratet ist. Nach Beendigung des Weltkrieges, an dem er als Offizier teilgenommen hat, hat mein Bruder seine medizinischen Studien abgeschlossen. Zunächst war er als Stadtmedizinalrat städtischer Fürsorgearzt. Nach seiner Entlassung im Jahre 1933 war er praktischer Arzt. Seine umfangreiche Praxis musste er am 1. Oktober dieses Jahres aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen einstellen.
Seine Frau ist ebenfalls Ärztin, übt aber ihren Beruf seit der Verheiratung nicht mehr aus. Mein Bruder muss nunmehr Deutschland verlassen. Ich wäre daher für eine baldige Antwort dankbar, ob es möglich ist, dass mein Bruder nach der Schweiz einreisen kann und welche Schritte dazu zu unternehmen sind. Zwei Schwestern meiner Mutter und mehrere verheiratete Kinder von diesen wohnen in Zürich. Eine andere Schwester und ein Bruder, der Schweizer Offizier war, sind wie die Mutter in Zürich gestorben. Postgeld ist beigefügt. Das Schweizer Konsulat antwortete am 23. November 1938. Auf Ihr Schreiben vom 21. des Monats muss ich Ihnen mitteilen, dass eine Übersiedlung Ihres Bruders in die Schweiz nicht möglich ist, da die Einreise dorthin nur zum vorübergehenden Aufenthalt im Transitverkehr gestattet werden kann. Antwort des britischen Generalkonsulats vom 24. November 1938. In Beantwortung Ihrer Zuschrift vom 21. des Monats bedauere ich Ihnen mitteilen zu müssen, dass es ganz unmöglich ist, für deutsche Ärzte nach England einzureisen. Das brasilianische Generalkonsulat teilte am 25. November 1938 mit, dass die Einwanderung in Brasilien bis auf Weiteres gesperrt ist. Am 28. November 1938 kehrte Gustav Hoch aus Buchenwald nach Dessau zurück. Inzwischen war auch Selma Gottschalk, die Mutter seiner Frau, aus Köln zur Familie nach Dessau gekommen. In der Wohnung mit Praxisräumen am Askanischen Platz konnte Familie Hoch nicht bleiben. Sie zog in eine kleine Dreizimmerwohnung in die Franzstraße 3-4, einem sogenannten Judenhaus. Nach dem Novemberpogrom waren jüdische Kinder per Gesetz aus den öffentlichen Schulen ausgeschlossen worden. Die jüdische Gemeinde Dessau organisierte Unterricht für die Kinder und Jugendlichen, zu denen auch Fritz Werner Hoch gehörte. Schon vor November 1938 hatte sich Dr. Gustav Hoch dem Erlernen der englischen Sprache zugewandt, was er jetzt mit dem Wissen, dass die Familie in Deutschland keine Zukunft mehr haben werde, noch intensivierte. Schließlich am Ende des Jahres 1938 verzichtete ich ganz auf das Lesen deutscher Schriften, abgesehen von der medizinischen Zeitschrift, um mich in die englische Sprache möglichst rasch und gründlich einzuarbeiten. Als ich in ihr einen gewissen Fortschritt erreicht hatte und die Frage der Einwanderung in Frankreich für uns ins Rollen gekommen war, beschäftigte ich mich daneben auch mit der französischen Sprache. Im Herbst 1939 war ich mit beiden Sprachen so weit, dass ich auch noch mich an das Erlernen der spanischen Sprache heranwagen konnte. Im April 1940 wurde ich gebeten, den Unterricht der Kinder in der jüdischen Privatschule zu übernehmen. So war ich dann vom Arzt zum Lehrer geworden. Die Fortgeschrittenen waren mein Sohn Fritz und zwei Mädchen. In der Anfängerklasse waren 8 Mädchen und 4 Jungen im Alter von 8 bis 13 Jahren. An dieser Schule unterrichtete ein über 70-jähriger früherer Kantor in den gewöhnlichen Volksschulfächern. Ein früherer Kaufmann gab Zeichen- und Turnunterricht. Das war das ganze Lehrerkollegium. Anschauungsmaterial fehlte vollkommen. So vergingen diese Jahre in so ganz anderer Beschäftigung als früher. Innere Unruhe, innere Spannung auf das, was die Zukunft uns Eltern und unseren Kindern bringen werde, und der Schmerz, sich von dem Land trennen zu müssen, das ich von ganzem Herzen liebe, für das ich als Frontsoldat mein Leben jahrelang aufs Spiel gesetzt habe, und das Abfinden mit der gesellschaftlichen und politischen Ächtung waren die seelischen Kennzeichen dieser Zeit für mich. Im November 1939 wurde mein fast 78-jähriger Vater und meine Frau zur Pflichtarbeit herangezogen. Mein Vater hatte zuerst in einem Außenbezirk Straßen zu kehren, kam aber nach 5 Tagen zur Müllabfuhr, wo er bereits am 2. Tage zusammenbrach. Nach mehrwöchiger Krankheit war es durch Hilfe eines entfernten Verwandten, Herrn Direktor Stahl in Berlin, möglich, dort meinen Vater in einem guten jüdischen Altersheim unterzubringen. Hanna arbeitete bis Juni 1940 in der Gartenverwaltung der Stadt.
Dann kam sie ebenfalls zur Müllabfuhr, wo sie aus dem angefahrenen Müll das Metall herauslesen musste. Ebenso tapfer wie mein alter Vater hat Hannah sich mit dem Unabänderlichen abgefunden. Meine Frau wurde von der Ärztin zur Müllarbeiterin. Ich selbst wurde vom Medizinalrat zum Sprachlehrer. Mein Sohn Fritz musste mit dem Vermerk über den Durchschnitt begabt im November 1938 die öffentliche Schule verlassen, von seinem Großvater unterrichtet werden, bis er im Frühjahr 1939 in der neu eingerichteten Judenschule hier Unterschlupf fand. Dass er dort als Christ nicht gerade gern gesehen war, überrascht nicht. So ging es langsam bergab mit uns. Unsere einzigen Freunde, Dr. Otto Hess und Frau, waren Ende 1938 nach Shanghai ausgewandert, wo sein Bruder schon seit 1934 lebte und sich eine gutgehende neue Praxis geschaffen hatte. Alle Bekannten verschwanden einer nach dem anderen ins Ausland. Ganz still wurde es um uns. Es war eine schwere Zeit, in der unsere geldlichen Reserven schwanden. So warteten wir von Tag zu Tag auf die Botschaft, die uns den Weg ins Ausland öffnen sollte. Doch auch die Türen Frankreichs, Argentiniens, der Vereinigten Staaten von Amerika und weiterer Länder, in die Familie Hoch dem Naziterror zu entfliehen versuchte, blieben ihnen verschlossen. Hannah, Gustav, Fritz Werner und Karl Günther Hoch sowie Selma Gottschalk und Gustav Hoch Senior saßen in der Falle. Schon im Februar 1940 hatte es erste Deportationen jüdischer Menschen aus Deutschland, unter anderem in Lager nach Südfrankreich, gegeben. Im Oktober 1941 setzten die systematischen Deportationen Richtung Osten ein. Wohl in der Hoffnung, dass der ältere Sohn Fritz Werner vielleicht noch aus Deutschland herauskäme, aber dort zumindest eine bessere schulische Ausbildung erhielt, organisierte Dr. Gustav Hoch wieder mit Hilfe des Dr. Stahl aus Berlin, dass der Junge Anfang 1941 in das jüdische Auerbach-Waisenhaus nach Berlin kam. In Berlin befand sich ja auch der Großvater Gustav Hoch Senior. Am 21. März 1942 war die Familie von behördlicher Seite über die bevorstehende Deportation, noch ohne Angabe des genauen Datums, bereits in Kenntnis gesetzt. Und Dr. Gustav Hoch, jetzt mit dem Zwangszusatznamen Israel, musste für sich und alle Familienmitglieder je eine 16-seitige Vermögenserklärung abgeben. Einen Tag zuvor hatte er seinem Vater unter anderem geschrieben: Dessau, 20. März 1942. Lieber Papa, früher habe ich mir nicht vorstellen können, wie entsetzlich schwer das Leben ist. Und als Soldat im letzten Kriege, in dem ich auch gefährliche Zeiten gehabt habe, war ich gegenüber meinem Leben jetzt, wo mich die quälenden Gedanken über die nächste Zukunft meiner Kinder nicht innerlich zur Ruhe kommen lassen, ein seelisch wunderbar freier Mann. Ich beiße stündlich die Zähne zusammen, zwinge mich zu ruhiger Überlegung und sehe der Zukunft entgegen. Ich blicke aber auch gern mal in die Vergangenheit zurück, die mir gerade durch mein Verhältnis zu dir eine so liebe Erinnerung ist. Und wenn wir vom Osten dir kein Lebenszeichen geben können, wenn wir von dir keine Nachrichten erhalten, bis zum letzten Atemzug werde ich an dich mit grenzenloser Dankbarkeit und Verehrung denken, so wie ich auch an meine Mutter denke. Die treue Kameradschaft, die mich mit meinem Bruder verbindet, wird mir unvergessen bleiben. Mit furchtbarer Wehmut denke ich an meinen Sohn Fritz, der an unserer etwaigen Evakuierung nicht teilzunehmen braucht, sondern mit seinem Heimmahl hinausgehen wird. Aber ich weiß, er hat noch dich und Else dort, seinen Onkel in Berlin und seine Oma hier, die auch mit uns nicht fortbraucht. Wenn unsere Abreisestunde hier schlägt, wirst du von uns hier keine Nachricht bekommen.
Ich werde darüber auch nicht Fritzchen schreiben. Nur mein Bruder Fritz wird verständigt werden. Er wird dich und Fritzchen dann benachrichtigen. Ich hoffe, dass dem Buben die Jugend es erleichtern wird, seine Eltern für eine Zeit lang oder für immer zu entbehren. Der kleine Karl geht mit uns. Gebe uns das Geschick, dass wir das Kind nicht leiden sehen müssen. 6 Tage später war der 7. Geburtstag von Karl Günther Hoch. Aus erhaltener Korrespondenz von Dr. Gustav Hoch geht hervor, dass er in einem Brief an seinen Sohn Fritz Andeutungen über die bevorstehende sogenannte Evakuierung gemacht hatte. Der Brief selbst ist nicht erhalten, aber die Reaktion des 11-Jährigen. Am Sonnabend habe ich euren Brief erhalten. Ihr könnt mir nichts Schlimmeres antun, als mich hier zurücklassen. Entschuldigt die furchtbare Schrift, aber ich bin in großer Eile. Ich hoffe, in der nächsten Woche bei euch zu sein. Opa hat gestern sehr geweint, als ich von ihm Abschied nahm. Hoffentlich kann ich am Montag noch einmal zur Schule. Frau Direktor kümmert sich sehr um mich. Ich möchte meine Harmonika und mein Schachspiel unter anderem auch mitnehmen. Seid vielmals gegrüßt und geküsst. Bis auf frohes Wiedersehen, Fritz. Dr. Gustav Hoch bat wohl Dr. Stahl und die Leiterin des Heimes darum, Sohn Fritz davon abzuhalten, nach Dessau zur Familie zu kommen. Über den Fortgang der schrecklichen Ereignisse in diesen Tagen gibt ein weiterer Brief, den er an seinen Vater Gustav Hoch schrieb, Aufschluss. Dessau, 1. April 1942, Franzstraße 3-4, 12 Uhr nachts. Lieber Papa, heute habe ich Herrn Stahl dafür gedankt, dass er bei Fritz im Heim war und sich auch mit der Leiterin wegen des Kindes besprochen hat. Leider waren das unnötige Wege, da ich heute die Anweisung von oben bekommen habe, Fritz zwecks Evakuierung mit uns hierher kommen zu lassen. Ebenso habe ich mitgeteilt bekommen, dass unser Antrag auf Verwendung als Ärzte in Polen fast aussichtslos sei. Nun müssen wir halt mit den anderen Leidensgefährten zusammen hinausgehen. Wann es soweit sein wird, dass auch uns die Abfahrtsstunde schlägt, weiß ich nicht. Aber was andere Menschen auf sich nehmen müssen, das müssen wir halt auch zu ertragen suchen. Daher muss ich mir jetzt schlüssig werden, wann ich Fritzchen zurückrufe. Es hat eigentlich gar keinen Zweck mehr, dass ich das Kind noch länger dort lasse. Sondern es ist doch wohl wichtiger, wir genießen noch hier die kurze Zeit zusammen, die wir hier sein können. Morgen gebe ich vor Ostern meinen letzten Unterricht und setze zunächst für 8 Tage aus. Ich tue das in erster Linie, weil wir jetzt mit Energie unsere Packereien machen müssen, um auch so gut gerüstet zu sein, wie es geht. Wir sind nicht erfreut über die ganze Geschichte, aber doch noch nervenstark genug, um unsere Kraft für unsere Kinder zu erhalten. Es tut mir leid, dass ich dir überhaupt noch einmal davon erzählen musste, aber da Fritzchen in den nächsten Tagen sich von dir verabschieden wird, konnte ich dir diese neue Entwicklung nicht verheimlichen. Bleib gesund und sei herzlich gegrüßt und geküsst von uns allen. Dein Sohn Gustav. Am 13. April 1942 wurden das Ehepaar Hoch mit ihren beiden Söhnen sowie 29 weitere jüdische Menschen aus Dessau-Roßlau und Kochstedt zunächst in ein Sammellager nach Magdeburg gezwungen. Ein Transport mit 444 Jüdinnen und Juden aus dem Regierungsbezirk Magdeburg und Anhalt setzte sich am nächsten Tag in Bewegung. Aus einem Sammellager in Berlin wurden weitere Menschen in den Zug getrieben. Adam Tscherniakow, der Vorsitzende des Judenrates des Warschauer Ghettos, notierte in sein Tagebuch. 16.04.42, 4 Grad plus, morgens um 5.30 Uhr auf dem Umschlagplatz. Um 6 Uhr fuhr der Zug mit den Neuankömmlingen aus Warschau ein. Es sieht nach 1000 Personen aus. Ich begleite den Transport zur judaistischen Bibliothek. Das Warschauer Ghetto war im Herbst 1940 von den deutschen Besatzern eingerichtet worden.
Drei Monate nach der Ankunft der Familie Hoch in diesem Vorhof zur Hölle setzten am 22. Juli 1942 die Transporte in das Vernichtungslager Treblinka ein. Bis zum 21. September 1942 waren 265.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder dorthin verschleppt und in den Gaskammern von Treblinka ermordet worden. Unter ihnen auch Dr. Hanna Hoch, geborene Gottschalk, Fritz Werner Hoch und Karl Günther Hoch. Über die letzten Augenblicke mit seiner Frau und seinen Kindern berichtete Dr. Gustav Hoch seinem Bruder Dr. Fritz Hoch in einem Brief. Warschau, den 6. September 1942. Auffanglager Warschau-Ost, Heeresunterkunftsverwaltung. Mein lieber Bruder, nie im Leben werde ich den entsetzten Ausdruck Hannas, den ängstlichen Blick meines kleinen Karls und das tränenüberströmte Gesicht meines Fritz vergessen, als ich vor 2 Tagen von ihnen weggeholt wurde. Wo sie hingereist sind, weiß ich nicht. Nach menschlichem Ermessen ist das eine Trennung für immer. Durch die Trennung von meiner Frau wird jetzt für mich die Frage akut, ob ich versuchen soll, durch ein Gnadengesuch meine Rückführung in das Mischlingstum zu betreiben. Hier bin ich beim obigen Lager als Arzt eingesetzt, kaserniert und behandle die deutsch-jüdischen Arbeiter. Gesundheitlich geht es mir gut. Über meinen seelischen Zustand schweige ich mich aus. Schreibe meiner Schwiegermutter weder etwas von der Trennung noch etwas von meiner obigen Absicht. Bleibt alle gesund. Habt ihr was von Opa gehört? Herzliche Grüße, euer Gustav. Thank you.
Gustav Hoch Senior hatte sich am 21. Juli 1942 in einen Transport von Berlin nach Theresienstadt einreihen müssen. Von da an erhielt sein Sohn Dr. Fritz Hoch keinerlei Nachricht mehr von ihm und wandte sich mehrfach an die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Kassel, 19. Februar 1943. Seit dem 21.07.1942 ist mein Vater nun von Berlin weg und, obwohl fast 7 Monate vergangen sind, habe ich noch immer keinerlei Nachrichten von oder über meinen Vater. Bei seinem Alter mache ich mir natürlich Gedanken, ob er überhaupt noch lebt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir einen Weg nennen könnten, auf dem ich Nachricht über meinen Vater erhalten kann. Doch die angeschriebene Stelle kann nicht weiterhelfen und muss ihm sogar mitteilen, von Nachfragen bei anderen Behörden Abstand zu nehmen. Denn nach den behördlichen Bestimmungen sei die Nachricht aus Theresienstadt abzuwarten. Am 10. August 1943 ersuchte Dr. Fritz Hoch erneut um Auskunft. Mein Vater Gustav Hoch, der zuletzt im Altersheim in Berlin-Lichterfelde Ost, Grabenstraße 12 wohnte, ist am 21. Juli vorigen Jahres nach Theresienstadt umgesiedelt worden. Seitdem habe ich keinerlei Nachricht von ihm erhalten. Wie ich weiß, sind inzwischen von anderen, die längere Zeit später nach Theresienstadt gekommen sind, Nachrichten gekommen. Bei dem Alter meines Vaters muss ich fast annehmen, dass er nicht mehr lebt. Erst lange nach der Befreiung vom Nationalsozialismus erfuhr der Sohn, was mit seinem 81-jährigen Vater geschehen war. Der ehemalige Reichstagsabgeordnete Gustav Hoch, der sich Jahrzehnte für die sozialen Belange unterprivilegierter Deutscher eingesetzt hatte, war am 4. Oktober 1942 an Hunger und Krankheit in Theresienstadt gestorben. Überlebende jüdische Sozialdemokraten berichteten später über sein leidvolles Lebensende. In Hanau erinnert eine Straße, am Reichstag in Berlin eine Gedenktafel und hier in Dessau-Roßlau ein Stolperstein an ihn. Im November 1942 musste sich auch Selma Gottschalk, geborene Frank, auf die zwangsweise Abreise aus Dessau-Roßlau vorbereiten. Aus ihrem Abschiedsbrief an Dr. Fritz Hoch. Dessau, 15.11.42. Lieber guter Herr Doktor, heute nur noch meine Abschiedsgrüße, ein Lebewohl und auf baldiges Wiedersehen. Mein Koffer ist gepackt. Wir dürfen nur einen mitnehmen und den Rucksack für 8 Tage Lebensmittel. Ich bin ganz gefasst. Sterben kann man überall und ich habe den sehnlichen Wunsch, alle meine Lieben wiederzusehen und werde dazu tun, was ich kann. Jetzt muss ich Brote und Kartoffelsalat für die Reise machen. Seien Sie bedankt für alle Liebe, die Sie mir entgegengebracht, für alle Aufmerksamkeiten und Anhänglichkeit. Seien Sie, Ihre liebe Frau und Bub, herzlich gegrüßt, verbunden mit dem Wunsche, dass es Ihnen allen recht, recht gut gehen möge. Ihre Selma Gottschalk. Erhaltene Dokumente zeigen das perfide Täuschungsmanöver, das vor allem gegenüber älteren deutschen Juden betrieben wurde, auf. Ihnen stellten die SS-Behörden die Unterbringung im Altersruhesitz Theresienstadt in Aussicht, so sie sich dort mit ihrem noch verbliebenen Vermögen einkauften. Um den Raub noch besser zu verschleiern, war die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, in dieser Region die Bezirksstelle Mitteldeutschland mit Sitz in Leipzig, gezwungen, die Formalien abzuwickeln. Dort war auch eine ehemalige Dessauerin tätig, Lotte Heumann. Freilich wussten die Mitarbeiter in der Reichsvereinigung nichts über die wahren Bedingungen in Theresienstadt. Selma Gottschalks letzte Adresse in Dessau war die Askanische Straße 10, der Ort, an dem einst Moses Mendelssohn zur Welt gekommen war. Am 18. November 1942, einen Tag vor ihrem 70. Geburtstag, kam Selma Gottschalk mit 72 älteren Menschen, darunter weitere 15 aus Dessau-Roßlau, im Ghetto Theresienstadt an. Nach 1,5 Jahren von dort nach Auschwitz-Birkenau deportiert, endete das Leben der 72-Jährigen, so sie den Transport überstand, in einer der Gaskammern. Dr. Gustav Hoch
wurde Ende 1942 oder Anfang 1943 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek verschleppt. Von dort erhielt sein Bruder Dr. Fritz Hoch ein im April 1943 datiertes letztes Lebenszeichen. Wann und unter welchen Umständen Dr. Gustav Hoch das Leben genommen wurde, ist nicht bekannt. Sie hören jetzt ein Lied, das vielen von Ihnen bekannt sein dürfte, denn Jean B. und Donovan haben es gesungen, Donner Donner. Wenige wissen, dass es sich ursprünglich um ein Lied in Jiddisch handelt. Der Originaltitel lautet Das Käbel, deutsch Das Kälbchen. Die Entstehung des Liedes wird häufig dem Warschauer Ghetto zugeschrieben, doch das Lied entstand 1940 in Amerika. Das Lied handelt von dem Kälbchen, das sich nicht dagegen wehren kann, zur Schlachtbank geführt zu werden. Die Schwalbe hingegen bestimmt ihr Schicksal selbst, symbolisiert Eigenständigkeit und Freiheit. Das Lied reflektiert zum einen die ausweglose Situation der europäischen Juden in der Zeit des Dritten Reiches, steht aber auch für den Widerstand in der Form der Aufstände im Warschauer Ghetto, Treblinka, Sobibor, an den Krematorien von Auschwitz-Birkenau und anderswo. Auch die Zeugnisse von Dr. Gustav Hoch können wir als einen Widerstand einer Zeit, in denen jüdischen Menschen die Würde genommen werden sollte, betrachten. In seinem über 70-seitigen Bericht unter dem Titel »Ein Nicht-Arier« offenbart sich die moralische Überlegenheit und Würde der Familien Hoch und Gottschalk gegenüber ihren Peinigern. Dona, 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 dona.
Dr. Fritz Hoch, der mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet war, überlebte die Nazizeit. Viele Jahre versuchte er, Informationen über die Leidenswege seiner Angehörigen zu erhalten. Trotz der tiefen Wunden, die ihm in diesem Land zugefügt wurden, blieb er der Familientradition treu und engagierte sich für den Aufbau eines demokratischen Deutschlands. Der in Kassel lebende Sozialdemokrat war unter anderem an der Entstehung der hessischen Landesverfassung beteiligt und von 1948 bis 1962 Regierungspräsident von Kassel. Anschließend wirkte der promovierte Jurist am Hessischen Staatsgerichtshof. Dr. Fritz Hoch verstarb 1984 in Kassel. Sein Sohn Gustav Hoch und seine Enkelin Franziska Kind, geborene Hoch, übergaben dem Stadtarchiv Dessau-Roßlau 2020 Dokumente, die ihnen heute erstmalig in Auszügen zu Gehör gebracht wurden. Auch Dr. Ralf Seidel, dessen Mutter die Cousine von Hanna Hoch, geborene Gottschalk, war, hat sehr dazu beigetragen, dass wir diese einzigartige und tragische Familiengeschichte erforschen und erzählen können. Wie die Nachfahren verknüpfen wir mit unserem Programm die Hoffnung, dass der Reichstagsabgeordnete Gustav Hoch, Selma Gottschalk und ihre Tochter, die Ärztin Dr. Hanna Hoch, der Arzt Dr. Gustav Hoch und die beiden Kinder der Hochs, Fritz Werner und Karl Günther Hoch, nicht in Vergessenheit geraten. Treten wir jeglichen Formen von Antisemitismus entgegen. Das ist für uns die Hauptbotschaft dieser Zeugnisse einer in Deutschland engagierten sozialdemokratischen Familie, die sich auf vielen Ebenen für die Verbesserung der Lebenssituation Unprivilegierter einsetzte. Während die einen sich aktiv an der Verfolgung und Deportation der Familie in den Tod beteiligt haben, schwiegen die anderen, als Gustav Hoch Senior hochbetagt Zwangsarbeit leisten musste, sein Sohn nicht mehr als Arzt praktizieren durfte, Fritz Werner Hoch vom Schulbesuch ausgeschlossen und die Familie Hoch schließlich am 13. April 1942 sichtbar, wie wir aus Zeitzeugenaussagen wissen, zum Dessauer Bahnhof getrieben und in das Warschauer Ghetto deportiert wurde. Schweigen wir nicht, nicht heute und nicht in der Zukunft. Es ist nicht einfach, nach den bewegenden Szenarien dieser Geschichte so einfach zur Tagesordnung zu überzugehen. Aber uns wird nichts anderes übrig bleiben, wie an dieser Stelle denjenigen, die für diese tolle Veranstaltung verantwortlich zeichnen, herzlichen Dank zu sagen. Und das möchte ich, wenn es mir erlaubt ist, mit ganzem Herzen tun. Sie hörten ein Potpourri sozialdemokratischer Arbeiterlieder am Flügel, Luise und Helene Dannenberg. In der Jugend goldenem Schimmer aus Happy End, Musik von Kurt Weill, am Akkordeon Simone Weiß und am Saxophon Aileen Mia Jakobsche. Aileen ist jedoch schon unterwegs wieder gefragt. Bitte aber Simone Weiß auf die Bühne. Danke. Nocturne in Moll von Frédéric Chopin. Am Flügel hörten Sie Victoria Schumann. Dona Dona, Melodie Shalom Sekunda. Text Aaron Zeitlin, Gesang und Flügel Theresa Leupold.
Als Sprecherinnen der Texte erlebten sie Fiona Herrmann, Helene Greisler und Jana Müller. Ein besonderer Dank geht an Annemarie Hoffmann von der Musikschule Kurtweil, die das Programm gemeinsam mit Jana Müller und dem Stadtarchiv konzipiert und die Pianistinnen auf ihren Auftritt vorbereitet haben. Ebenfalls ein Dank geht an Marion Berz und Anton Rotter, Lehrkräfte der Musikschule Kurtweil, lange treue Begleiter dieser Veranstaltung. Marion Berz. Dank aber auch für die technische Betreuung durch Joachim Oppermann von Kuckhaus Kultur. Danke, Joachim. Für die hervorragende Unterstützung meinen herzlichsten Dank an Katrin Sommer von der Marienkirche und die Hausmeister vom Amt des Zentralen Gebäudemanagements. Und der Dank geht vor allen Dingen auch an die Stadt Dessau-Roßlau für diesen hervorragenden Raum, den wir seit Jahren nutzen dürfen. Herzlichen Dank. Ohne organisatorische Begleitung ist manches nicht zu stemmen. Deshalb herzlichen Dank für die Begleitung dieser Veranstaltung an Monika Andrich und Karin Stöbe. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung vom offenen Kanal Dessau. Vielen Dank an die Kameraleute, es sind zwei, Amar und Yassir Golin. Ja, und ohne diverse Unterstützung auch im Bereich der Finanzen ist sowas nicht zu machen. An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an den Landesverband der Linken in Sachsen-Anhalt. Mir ist es ein tiefstes Herzensbedürfnis, Herrn Dr. Ralf Seidel auf die Bühne zu bitten und nochmal Danke zu sagen, dass Sie heute zusammen mit Ihrer Frau dieser Veranstaltung beiwohnten. Danke. Ja, ich möchte mich auch ganz persönlich bei Dr. Ralf Seidel und seiner Frau Homa bedanken. Wie sagt man, wenn man sich das erste Mal begegnet? Und das war bei uns im März 2020, Entschuldigung. Die Chemie stimmte sofort. Also wir hatten sofort ein sehr gutes Verhältnis. Und ja, diese Geschichte, die wir heute hier erzählt haben und erzählen mussten, ist eine wirklich fast nicht zu ertragende Geschichte. Und ich möchte mich persönlich auch bei den jungen Leuten vor allen Dingen bedanken, denn das ist wirklich nicht so einfach, so eine Geschichte sowohl zu erzählen als auch musikalisch zu begleiten. Und ich bin wie jedes Jahr völlig fasziniert, was wir für fantastische junge Menschen hier in der Stadt haben, die sich engagieren.
Ja, wir möchten dir, Ralf, natürlich das Skript übergeben dieser Lesung. Leicht im Gewicht, aber schwer im Inhalt und ein bisschen was für die Seele dazu. Gut, vielen Dank. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos bei dem heutigen Abend. Es war schon bewegend, hier reinzukommen, weil der Raum einmal schon sehr schön ist und das Bild dann von Esther zu sehen. Und ja, was ich dann gehört habe, natürlich kannte ich die Texte fast alle, nicht alle Briefe, aber fast alle. Aber es war nochmal ganz anders. Mir hat diesmal zum ersten Mal, habe ich gedacht, ist es gar nicht schlecht, wenn man mal sowas im Gesicht hat. Es hat mir doch ein bisschen geholfen, damit besser klarzukommen. Ich möchte mich besonders bei den jungen Leuten, die hier alle so schön die Dinge dargestellt haben, bedanken. Das war wirklich einfach toll. Und Sie sind ja auch die, auf die es jetzt ankommt, die eigentlich das weiterführen müssen, was hier sozusagen als Botschaft in den Raum gegeben worden ist. Das ist jetzt doch ein Stück in Ihren Händen, finde ich. Ja, bei der Stadt Dessau möchte ich mich sehr bedanken. Mein erster Besuch in Dessau, normalerweise geht man ja ins Bauhaus und damals in die Meisterhäuser sind wir auch gegangen, aber das erste Besuch war damals, ist schon länger her, vor 12, 13 Jahren sowas, Herr Kreisler weiß das noch, war ins Archiv hier in Dessau und das haben wir dann ja dann später fortgeführt und das bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns hier kennengelernt haben. Ja, ich möchte mich bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben, dass sie uns, also auch meiner Familie, das so nochmal vorgeführt haben. Ich freue mich natürlich besonders, dass unser Sohn auch noch schnell gekommen ist. Und ich muss sagen, ganz besonders freue ich mich, dass die Enkeltochter auch noch schnell mitgekommen ist. Das ist ein besonderes, es ist ein kleines Geschenk auch nochmal für mich. Meine Frau möchte ich mich sowieso bedanken, die muss nämlich auch eine ganze Menge aushalten, weil ich mich natürlich mit diesen Geschichten halt immer wieder befassen muss und ja, es ist auch nicht immer ganz so einfach. Also allen ganz, ganz herzlichen Dank für diesen bewegenden Abend und auch ganz besonders dir. Vielen Dank. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich mitbekommen haben, ist vor wenigen Wochen am jüdischen Friedhof die Gedenktafel verschwunden. Also der Ermittlungsstand ist der, dass es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit Metalldiebe gewesen sind. Und wir haben ja heute eine kleine Spendensammlung gemacht und diese Spende möchten wir Dr. Alexander Wassermann, den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Dessau, übergeben. Die Gemeinde hat schon sich erkundigt. Es soll wieder eine Gedenkplatte dort angebracht werden, aber nicht mehr aus Metall. Aber auch wenn es kein Metall ist, kostet es eine Menge Geld. Und ich bin Ihnen allen sehr dankbar, die Sie gespendet haben. Und wir möchten die Spende jetzt gern dir übergeben, Alexander. Herzlichen Dank. Und diese Spende wir verwenden für unsere neue Tafel auf unserem jüdischen Friedhof. Nochmal vielen, vielen Dank. Wir danken euch. Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren,
wie jede Veranstaltung auch ein Ende findet, möchte ich vielleicht zum Schluss Folgendes sagen. Als wir vor 29 Jahren aufbrachen, dieses Format Lieder gegen das Vergessen zu gestalten, waren wir uns damals nicht ganz sicher, ob es vom Zeitlichen und wie sich Geschichte verändert und bewegt, die richtige Form ist. Ich muss Ihnen aber heute sagen, nach 29 Jahren, wir haben alles richtig gemacht und wir dürfen niemals aufhören, gegen die Dinge, die Ungerechtigkeit dieser Art darstellen, zu widersprechen, zu protestieren und alles zu unternehmen, dass sich solche Dinge nie wiederholen. Insofern herzlichen Dank. Wir erscheinen am heutigen Tage in dieser Veranstaltung. Und mit der guten Gewissheit, dass wir die 30. Veranstaltung 2022 hier im Raum begehen werden, freue ich mich auf ein Wiedersehen an gleicher Stelle. Einen schönen Abend noch, einen guten Heimweg und nochmal herzlichen Dank. Wir erscheinen. Danke.